Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Outlast. Mit mir und unserem komischen Freunden hier drinnen. Ich war da noch so ein bisschen skeptisch, ob wir da wirklich reingehen nochmal. Ja, genau deswegen. Also, ich jetzt aber mal frage: Ist hier vorne hing eine Leiche gerade rum? Wo ist die hin? Oder ist er das? Ja, ich weiß. Er hat nämlich im letzten Speicherpunkt weitergemacht gehabt und der war halt hier vorher. Und ich habe das mal nämlich die Tür nicht gesehen, deswegen müssen wir halt hier ab hier weitermachen. Hallo? Okay, hier schon mal was gesehen. Da bekommt er den Begriff, Toilettenspülung spielen den ganzen Tag. Oh, eine Batterie. Verzeiht mal kurz, ich muss kurz mal meinen Timer hier anmachen, den ich gerade vergessen habe, aber es ist auch egal eigentlich, oder? Ja, ich ahne schon, dass mir dieses Spiel für den letzten Nerv rauben wird. Gut. Warum auch? Little Fake. Wow. Und sie mochte da anscheinend was nicht. So kam sie zumindest vor. Wer ist er denn? Who are you, then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Gut. Hier. Flieh aus der Nervenanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Ja, wunderbar. Irgendwie haben wir noch. Wir hatten mal eine Camcorder gehabt, aber wo ist denn hin? Wir haben ihn noch. Gut. Alles klar. Dem Herrn fehlt so ein bisschen der Kopf. Auch sehr lecker. Und nicht sicher, was Neues zu lesen. Also doch. Viel Spaß. Betreff den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive, Murkoff Psychiatric Systems. Eine schriftliche Erklärung wurden vor dem Direktorenausschuss seitens des Murkoff Headline Security geliefert, der Grund zur folgenden Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden.
Okay. Nach einer Überzeugung erfordert das durch erschütterliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweis und akute Maßnahmen seitens des MHS rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten vollen Autorität zu gewähren. Durch Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten und jeglichen Anspruch auf Gerichtsverfahren gegen Murkoff Corp. oder Ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechenden Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Okay. Total toll aus hier. Ich bin hell begeistert hier. Die Telefone sind auch nicht benutzbar. Oh. Ja, noch im Boden. Na egal. Ah, hier dann auch Fußspuren. Seht ihr das? Schön. Okay, nur drei Batterien haben wir noch. Oder zwei Batterien haben wir jetzt noch. Jetzt habe ich eine dritte. Wunderbar. Mann, 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 Mann. Dass es hier nicht ganz mit rechten Dingen zugeht, war mir ja klar. Aber, dass es so sein muss, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber na gut. Bis jetzt nicht gerade mein Windows wieder. Dankeschön. Ja. Boah, ist das hell, ne? Sehr lecker hier. Witness. Ich ahne, wir haben einen neuen Eintrag. Der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesenbein nahe getötet. Er sieht aus, als wäre ein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein zeigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher seinen Aposteln. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das Üble geführt, dass der Priester das für mich und meine Wohltut. Ich habe ja mal total Bock drauf, noch weiter zu spielen. Ehrlich gesagt, das ist alles jetzt momentan nicht mehr das, was ich eigentlich machen wollte. Warum ich spiele eine Hand im Klo? So spielt man nicht runter. Nein, macht man nicht. Warum sind die nicht überall in den Luft drin? Security. Eine Schlüsselkarte. Wo kriegt jetzt eine Schlüsselkarte her? Weiß wieder keiner, ne? Ja, klar. Du hast es auch in der Idee, ne, Kumpel? Von Helen Granat. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corp erforderlich. Das professionalisierte
Profitpotenzial von Wallrider unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend eindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits verzeichneten Triffe so ist, betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung äußerst Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Red und der Patienten steigt, je weiter sich die morphogenische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch der Kombination aus chemischer und psychischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen. Um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Herr Granat, Murkoff, Schadensabteilung. Aha, man will das Ganze also auch noch vertuschen. Sehr liebe Freunde haben wir ja hier. Bin ja hell begeistert, Freunde. Fassen wir zusammen. Hier rennen Wesen rum, die es eigentlich so nicht geben sollte, psychiatrische Wesen. Hier wird an einem Projekt genannt, gearbeitet namens Wallrider, wo ich vorher noch keiner. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're some people. We didn't choose this. Wer redet hier? Ach so. Okay. Wer spricht zu mir? Auch gut, dann kommen wir da auch nicht weiter. Die Klos haben wir durchsucht. Hier gibt es einen Zettel. Ja, fass doch mit der Hand darin, du bist doch auch doof. Wir können die Treppe runter, aber da will ich echt gar nicht hin. Ich will irgendwie umsuchen, gucken noch. Kommen wir hier drüben rein? Da steht Rechner vor, toll. Aber hier, hier kommen wir rein. Ha. Jetzt kann ich zu lesen, was drauf steht. Ah, Passwort. Ah, jetzt verstehe ich es. Dass es jetzt bei allen Rechnern so ist. Jeden aber liegen. Murkoff Psychiatric Systems, Projekt Wallrider, Mount Massive Co. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisiert sich etwa um 20 Uhr. Fortfahren Stufe 3 Hormonen. Risikobehaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulationen. MRI-Scans übereinstimmt mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung und Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive Dermalipulation ebenso übereinstimmt mit fehlgeschlagener morphogenischer Antriebszellenaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahre Sicht vermutlich zurückführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatarhexen und ihren partiellen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelung zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern.
Seine vorherrschende Fixiertheit verstärkt sich durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Die Fortsetzung sowohl chemischer als auch psychischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Eieieiei, ich denke, wir sind hier nicht nur allein in einer Psychiatrie gelandet, nein, wir sind hier in einer Art Versuchslabor gelandet, was diese Leute von Murkoff hier mit den Leuten gemacht haben. Ich weiß ja, auf du blinken da rum. Das Piepen gibt mir auf den Sack. Achso. Hallo. Sitzt da wer? Da sitzt wer, aber der ist nicht, glaube ich, nicht so gut. Ach, da sind wir jetzt. Da lebt auf jeden Fall noch was. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sehen Sie aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Alter. Eine Schlüsselkarte, die wir viele, noch viele hinten brauchen. Die brauche ich, brauch ich nicht mehr. Ich stehe mir ein Schwall aus Blut. Na gut. Freunde, ich sage mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir jetzt die Schlüsselkarte nutzen. Da werden wir uns hinarbeiten, wenn wir zurück müssen. Und ich wage schon zu bezweifeln, tatsächlich anzusagen, dass das nicht kein einfacher Weg wird, wenn uns dieser Vette da oben noch wieder begegnen wird. Und ich denke mal, wir werden ihn noch wieder begegnen. Weil der wird nicht rausgerannt sein. Das glaube ich nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Wir sehen uns also wirklich wieder. Ihr seht mich auch nicht. Von daher sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.